Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hype the Time Quest mit mir, der XHAPX. Wir sind beim letzten Mal hier in der vierten Epoche gelandet, wenn nicht schon bei der vorletzten Folge, und haben auch in der letzten Folge unsere Verlobte wieder getroffen. Und die hat uns prompt einen Auftrag gegeben, und zwar müssen wir unseren König, den Toscan, den vierten aus dem Verlies hier befreien. Oh. Ulala. Ja, pff. Ach, Kacke. Komm schon. So. Ja, ich hab so Befürchtung. Moment. Tudu. Gerade noch weg. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ein geschmeidiger Hopser. Oh, das war knapp. Och. Und wer ist das denn? Komm, ich mach mal gerade. Da hängt noch eine Fledermaus. Wenn da oben eine Fledermaus hängt, wo muss ich denn jetzt lang? Ich höre was. Frage aller Fragen. Wo kommen wir jetzt weiter? Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Nö, sieht nicht so aus. Verwirrung. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Hier vielleicht irgendwas. Nö, ne? Oder? Nö, ich sehe mal nichts. Ach, da! Okay. Ah, okay. Überredet. Aber ich glaube, ich sollte mehr zaubern. Werde ich nicht so viel Rüstung verlieren, glaube ich. Oh, jetzt geht's ja zu. Wir bekommen Gesellschaft. Plastiks, die voll sind. Meine Güte. Speichern wir gerade. Hüpf. Oh, das war knapp. Ich hab gerade gedacht, da wäre noch irgendwie was. Ah, da kommen jetzt wahrscheinlich gleich die Geister hier. Ja. Das stimmt schon. Erstmal umschauen hier. Aber nein, ich wollte eigentlich hier hin. So. Ach, das war falsches Kraut. Auch das noch. So. Was haben wir hier Schönes drin? Okay, noch so ein Kraut.
So, meine Hoheit, du musst noch gerade etwas warten. Ich muss nämlich noch gerade oben jetzt. Habe ich nämlich extra hier etwas verbraucht, damit ich noch wunderherrlich hier das Ding hernehmen kann. Achso, ja. Ich werde echt alt. Jetzt aber. Tada! Jetzt ab zurück in die Freiheit mit dir. Danke, großer Hype. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich fühle meine Kräfte zurückkommen. Jetzt wird der Schwarze Ritter bezahlen. Aber zuerst müssen wir Lizote und Bobart, unseren treuen Ritter, befreien. Sie sind in ihren Zellen. Komm, Hype! Los geht's! Wie der sich anhört, ey. Ja, stimmt, nur nach vorne hier, ohne Waffe, ohne alles. Warum auch nicht? Macht ja Spaß. Jetzt habe ich ihn gerade befreit und er rennt schon wieder ins Verderben. Er ist ja richtig genial, der König. Wartet auf mich, mein Pionier. Ja! Warum hat es den König nicht erwischt? Jetzt mal ganz im Ernst. Kam ich ja. Ich muss unbedingt wieder in die Zeit zurückreisen, um meine Rüstung zu reparieren. Oh. Die Zellentür sind verschlossen. Um sie zu öffnen, braucht ihr den Schlüssel zu den Zellen. Schnell, Hype! Befreie Lizote und Bobart! Dann können wir diesen Hebel aktivieren und das große Tor öffnen! Okay. Wir brauchen also noch einen Schlüssel. Lass mich doch mal. Das ist die Frage, wo bekommen wir den her? Wache hier, die hat man nichts droppen lassen. Vielleicht ist hier irgendwie was. Ich glaube eher nicht. Nö, ne? Sieht nicht so aus. Was ist denn der Kerkerschlüssel? Heißt für uns Zurückmarschmarsch. Wir müssen uns hier immer noch ein bisschen umsehen. So viel aus. Okay, hier gibt es also auch nichts. Dann frage ich mich, wozu denn jetzt dieser Zellenschlüssel hier ist. Kann ja jetzt auch nicht allzu schwer sein. Wo ist der jetzt?
habe bestimmt irgendwie etwas übersehen oder irgendwie was. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Hier ist rein gar nichts. Nö, ne? Ja, lass mal wieder zurückgehen zum König da. Tja. Ach, wartet mal. Den hatte ich doch schon mal, stimmt. Ich muss ja gar nichts suchen. Ich Vollidiot. Ja, erstmal die Nuss holen. Er erinnert mich gerade an dieses, ach, wie hieß das Eichhörnchen da aus Ice Age? Das sind ja auch immer zu den Nüssen da. Frag mich auch, warum die ausgerechnet diese Haselnussdinger da oder Nüsse generell irgendwie genommen haben. Nicht irgendwas anderes. So, Ladies first. Ah, danke, Hype. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Wir haben von unseren Spionen erfahren, dass Viola die Widerstandsbewegung anführt. Ihr seid ein großartiges Paar. Also, machen wir Schluss mit dem Schwarzen Ritter, damit wir endlich eure Hochzeit feiern können. Die sind alle so sorglos hier. Für die ist das alles irgendwie selbstverständlich hier, dass wir gewinnen und alles. Wie die läuft. So, jetzt zum Bobart. Weißt du was, Bobart? Ich gehe jetzt mit meiner Verlobten in... Danke. Die Flitterwochen. Endlich, Hype. Ich erkenne euch. Es ist gut, euch wiederzusehen. Ich werde den König und die Königin begleiten. Dann werde ich mit Hilfe des Königs die Armee neu formieren. Der Aufstand kann beginnen. Der hört sich an wie Zartila. Wahrscheinlich ist er ein bisschen Grundstimme, aber jetzt kann ich ja in Flitterwochen mit meiner Verlobten und der hier kann den Schwarzen Ritter killen. So machen wir es. So und nicht anders. Aktiviere den Hebel, Hype! Dann können wir hier heraus! Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bleibe mit Bobart in der Festung, um eine neue Armee zu formieren. Wir werden die Kontrolle über die Festung wieder übernehmen. Oder mein Name soll nicht Taskan sein. Und du, Hype, musst in deinen Raum gehen. Die schwarzen Garden konnten ihn nie öffnen. Es ist sehr seltsam. Jetzt geh! Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Und jetzt lass uns aus diesem Verlies abhauen. Ja. Keine Angst. Ja, wie sie schon losrennen. Wie sie mich einfach alleine hier stehen lassen, ey, das ist herrlich. Herrlich. Ich rette dir in den Arsch und die hauen dann einfach ab. Ja. Lasst mich nur zurück. Wie sie sich drängeln. Okay, es geht rechts lang. Wir waren aber auch ganz schön flott hier, ne? Ziemlich schnell unterwegs, die Kerlchen. So, das war irgendwo da vorne, ne? Da links, ja. Ach, die haben sogar auf mich gewartet. Oh, Wunder. Wie nett. Dass der König und die Königin noch auf ihr Fußvolk warten? Wer hätte das gedacht? Ach, Lol. Du bist jetzt Meister der Magie Electricus Magicum Drachen. Rayman! Yay! So ein kleines Ubisoft Easter Egg hier.
Schneeturm von Pisa. Was steht da? Spear? Spien? Ich weiß nicht, irgendwas mit Busters. Ein Schild. Kann man aber auch nicht aufheben. Schade. Ja, warte mal, da war doch noch eine Truhe. Die sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Wer hätte das gedacht? Gustus! Vor dir zu erscheinen kostet mich viel Energie. Ich kann nicht lange mit dir sprechen, sei nicht überrascht. In Anerkennung meiner Arbeit haben mich die Götter zum Hüter der Zeit genannt. Für diese Eigenschaft spreche ich heute zu dir. Arnak reicht einen Schlag vor, der wesentlich schlimmer ist als alles, was er bisher getan hat. Sein Turm ist kein Turm. Es ist eine riesige Sonne. Arnak will sie benutzen, um seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit auszuweiten. Um ihm entgegenzutreten, Heid, musst du zuerst zur verlorenen Stadt zurückkehren, in die Epoche, in der sie zugänglich ist. Du wirst dort erwartet. Bleibt der jetzt immer da so stehen, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Hallo? Okay. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und mache dann gleich weiter. Also, bis gleich, Freunde. Tschüss.